Am 16. Juli 1945 nahm der Physiker Enrico Fermi Wetten an. Nämlich, ob bei dem ersten Test einer Atombombe nur der Bundesstaat New Mexico zerstört wird oder die ganze Welt in Brand gesteckt wird. War das nur ein Witz oder steckt da wirklich was dahinter? Denn durchgeführt wurde der Test ja. War das etwa fahrlässig? Wir sind im Jahr 1945, die erste Atombombe steht vor ihrem Test. Und man fragt sich, was kann passieren? Kann bei einer solchen Reaktion möglicherweise so viel Energie freigesetzt werden, dass die Welt verbrennt? Während des Manhattan-Projekts tritt Edward Teller an Robert Oppenheimer heran und sagt, möglicherweise entstehen bei der Explosion einer Atombombe so hohe Temperaturen wie im Innern der Sonne. Und damit gäbe es eine Wahrscheinlichkeit für Kernfusionsprozesse in der Atmosphäre der Erde. Und wenn die schneller verlaufen als alle Energieverlustprozesse, also die Strahlung, dann hätte man eine Kettenreaktion und dann würde man möglicherweise die ganze Welt in Brand setzen. Also Wasserstoff könnte miteinander verschmelzen in der Atmosphäre der Erde oder Stickstoff, davon gibt es ja jede Menge. Und dabei würde so viel Energie freigesetzt werden, dass die Kettenreaktion am Laufen gehalten würde, bis alles verbrannt sei. Die Alternative wäre, die Explosion, ja, entsteht, das Ganze breitet sich aus und die Verlustprozesse sind schneller als alle Art von Fusionsprozessen, sodass also im Großen und Ganzen eben keine Gefahr besteht, die ganze Welt in Brand zu setzen. Diese beiden Modellvorstellungen stehen nebeneinander. Die Frage ist, was ist wahrscheinlicher? Kann eine Kettenreaktion die Atmosphäre der Erde in Brand setzen? 1946 haben drei Physiker, nämlich Konopinski, Marvin und Teller, eine Arbeit geschrieben mit dem Titel Ignition of the Atmosphere with Nuclear Bombs. Diese Arbeit war unter Verschluss bis 1973. Die drei Autoren betrachten in ihrem Artikel das Worst-Case-Szenario. Und das besteht darin, dass die 78% Luftstickstoff miteinander verschmelzen. Bei einer Verschmelzung von zwei Stickstoffatomkernen entsteht Magnesium, ein Alpha-Kern und 17,7 MeV. Unsere Luft hat 78% Stickstoff. In diesem Volumen hier von dieser Kugel sind dann ungefähr 10 hoch 21 Stickstoffatome. Wenn die alle miteinander fusionieren, ergibt sich daraus eine Energiemenge im Gigajoule-Bereich. Zum Vergleich, ein Zwei-Personen-Haushalt braucht im Jahr an elektrischer Energie 10 Gigajoule. So, jetzt erstmal, weil die Prozesse werden jetzt ein bisschen komplizierter, wie schätzt man denn sowas ab? Also man hat auf der einen Seite einen Energiegewinnprozess, also wird Energie gewonnen. Und auf der anderen Seite hat man Energieverlustprozess, zum Beispiel durch Strahlung. Also, diese beiden miteinander zu vergleichen, darum wird es jetzt gehen. Die Autoren machen Folgendes, sie schauen sich an, welche Bedingungen haben wir, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für die Fusion und welche tatsächliche Energie haben wir jetzt nun, hätte eine hypothetische Kettenreaktion, also welchen Energiegewinn. Was wird dabei freigesetzt? Demgegenüber stehen jetzt die Energieverluste. Wir haben es mit einem Gas zu tun, das sehr heiß ist, also ist es ionisiert. Es gibt positiv geladene Atomkerne oder positiv geladene Atome und frei wild umherwirbelnde negativ geladene Elektronen. Das ist ein Plasma und dieses Plasma kühlt, also verliert Energie durch Bremsstrahlung. Die Elektronen bewegen sich im elektrischen Feld der positiv geladenen Atomkerne und weil sie beschleunigt werden durch diese gegenseitige Anziehung, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an, verlieren sie dadurch auch Energie, weil beschleunigte Ladungen strahlen und die Strahlung geht dem System verloren. Das heißt, wir können einen Safety-Faktor definieren, das Verhältnis von Energieverlusten zu Energiegewinnen. Bei diesem Prozess soll der Safety-Faktor bitteschön viel, 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 viel größer als 1 sein. Weil ansonsten würden die Energiegewinne schneller sein als die Energieverluste. Dann wäre der Safety-Faktor kleiner als 1. Bei diesem Szenario, das heißt Stickstofffusion auf der einen Seite als Energiefreisetzungsmechanismus und Bremsstrahlung als Energieverlustprozess, also als Kühlprozess, kommen die Autoren auf einen Safety-Faktor von 1,6. Das ist zu nah an der 1. Es gibt allerdings zwei wichtige Faktoren. Erstens, die inverse Compton-Streuung. Die inverse Compton-Streuung, was ist das? Naja, ist der inverse Prozess der Compton-Streuung. Compton-Streuung? Nee? Na, ich erkläre es mal. Also, da kommt ein Photon an und trifft ein Elektron. Das Photon hat vor dem Zusammenstoß eine Energie und nach dem Zusammenstoß eine Energie. Wenn die Energie des Photons vor dem Stoß mit dem Elektron
höher ist als die Energie des Elektrons von dem Stoß, dann gibt das Photon Energie an das Elektron ab und ist danach weniger energiereich. Die Energie von Photonen misst man in Frequenz. Wenn das Photon vorher blau war, durch den Zusammenstoß mit dem niederenergetischen Elektron, verliert es Energie und es wird dann röter. Ja, schön. Ist klar, Elektronenenergie ist kleiner als die Photonenenergie. Dann gibt das Photon Energie ans Elektron ab. Bingo. Jetzt könnte es aber auch umgekehrt sein. Es könnte ja durch irgendeinen Prozess super heiße Elektronen geben, wie zum Beispiel durch Genau, durch Kernfusionsprozesse könnten die Elektronen wahnsinnig heiß sein. Jetzt gibt es aber ja die ganze Zeit auf dem Planeten Erde Photonen, zum Beispiel diejenigen, die von der Sonne kommen. Wenn jetzt also die Elektronen mehr Energie haben als die Photonen, dann, genau, dann kommt der inverse Compton-Prozess ins Spiel. Das heißt, die Elektronen geben Energie an die Photonen ab. Jetzt hast du es, genau. Das ist die inverse Compton-Streuung und dann geben die heißen Elektronen die Energie an die Photonen ab, die Photonen werden abgestrahlt und damit hat man eine effiziente Kühlung. Also die inverse Compton-Streuung ist ein sehr viel schnellerer Kühlprozess als die Bremsstrahlung. Aber viel wichtiger war noch, dass die Temperatur, die nötig ist, um Stickstoffkerne miteinander zu verschmelzen, nämlich 100 Milliarden Kelvin, durch diese Art von Bombenzündung überhaupt nicht erreicht wird. Sodass man insgesamt bei einem Safety-Faktor von über 5000 ankommt. Also das ist schon ziemlich safe. Aber die Autoren haben mal weitergedacht. Wenn es doch tatsächlich dazu käme, nur mal für Spaß hätte ich fast gesagt, also wenn es tatsächlich dazu käme, wie viel Luft müsste denn auf 100 Milliarden Kelvin geheizt werden, damit es zu einer Kettenreaktion kommt? Das heißt, sie haben eigentlich das Worst-Worst-Worst-Szenario ausgerechnet. Sie haben eine Kugel mit einem Radius von 57 Meter, soll auf diese Temperatur von 100 Milliarden Kelvin geheizt werden, dann braucht man 10 hoch 20 Joule. Das ist im Klartext das 20-fache der Energie, die im heutigen gesamten globalen Arsenal nuklearer Waffen vorhanden ist. Little Boy, die Bombe, die 1945 auf Hiroshima geworfen wurde, hatte eine Uranmasse von 64 Kilogramm. Die war viel schwerer, aber das, was an Uran drin war, waren 64 Kilogramm. Von diesen 64 Kilogramm ist weniger als ein Kilogramm an der Kernspaltung, also an der Freisetzung der Energie, beteiligt gewesen. Die gesamte freigesetzte Energie dieser Bombe kommt von einem halben Gramm Masse, das in Energie umgewandelt worden ist. Das ist mc². Weil C so wahnsinnig groß ist und das zum Quadrat, ist noch wahnsinniger. Wenn man sich jetzt fragt, was ist denn notwendig, um die Atmosphäre zu zünden, dann bräuchte man 1,5 Millionen Kilogramm Uran mit einer Effizienz von 100%. Also die gesamten 1,5 Millionen Kilogramm Uran müssten die Kernspaltung durchlaufen. Also es braucht eine Unmenge an Uran mit einer völlig unphysikalischen Effizienz, um tatsächlich die Atmosphäre in einen Kernreaktor zu verwandeln. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass jede einzelne Nuklearbombenexplosion auf der Erde Konsequenzen hat für die Umwelt und insbesondere auch für die Atmosphäre. Zwischen 1945 und 1992 wurden über 2000 Atombomben zu Lande, zu Wasser und in der Luft gezündet. Die Konsequenzen? Kontaminierte Landschaften, vergiftete Sedimente, vergiftetes Grundwasser, radioaktive Wolken. Während der Test der Sowjetunion und der Amerikaner im Kalten Krieg sind ganze Inseln gesprengt worden und die sind bis heute teilweise unbewohnbar. Eine Studie 2019 fand überdies heraus, dass die Strahlungswerte an den Testorten bis zu 1000-mal höher sind als an den AKW-Unfallorten Tschernobyl und Fukushima. Und kommen wir zurück zum Film. Was bedeutet denn ein Safety-Faktor von 5000? In dem Film sagt Oppenheimer, die Wahrscheinlichkeit ist nahe bei Null mit dem Safety-Faktor von 5000. Aber die Militärs hätten gerne eine Wahrscheinlichkeit von Null, also exakt gleich Null. Wie ist denn das? Auch in dem Paper von Teller, Konopinski und Kollegen ist es nicht so, dass die das völlig ausschließen. Auch bei ihnen heißt es immer noch, es könnte sein, es gibt diese kleine Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Art von Fusionsreaktion möglich ist. Oder dass es doch tatsächlich in irgendeiner Form dazu kommen könnte, dass hier eine unkontrollierte Kernreaktion in der Atmosphäre ausgelöst wird. Also auch im Paper gibt es eine nicht verschwindende Wahrscheinlichkeit dafür, dass das passiert. Und das liegt daran, weil die Quantenmechanik, das ist die Theorie, die diese Kernprozesse beschreibt, grundsätzlich nur in Wahrscheinlichkeiten
sich ausdrückt. Sie ist eine mathematische Theorie, in der alles, was beschrieben wird, einen Wahrscheinlichkeitscharakter hat. Alles ist unbestimmt bis auf das Planck'sche Wirkungsquantum. Alle Größen in der Quantenmechanik sind Wahrscheinlichkeiten. Ihre Interpretation im realen Leben ist gar nicht so einfach, ist vor allen Dingen immer nur möglich, wenn man bestimmte mathematische Operationen vollzogen hat. Und genau das ist das Problem auch im Film Oppenheimer dargestellt. Wie soll Oppenheimer als theoretischer Physiker einem Militär erklären, dass der Wahrscheinlichkeitsbegriff, den wir normalerweise so haben, ist es denn wahrscheinlich, dass es passiert oder nicht wahrscheinlich, gar nicht mit dem Wahrscheinlichkeitsbegriff korrespondiert, den Oppenheimer innerhalb der Quantenmechanik hat. Hier gibt es einen riesen Abgrund in der Sprache. Wie soll man Mathematik in Sprache verwandeln? Wie geht das? Wie kann das überhaupt gehen? Wovon haben wir geredet? Wir haben davon gesprochen, dass wir Atomkerne spalten oder dass Atomkerne miteinander fusionieren. Atomkerne sind allerdings winzig. So winzig, dass wir keine Begriffe dafür finden, die wir begreifen könnten mit unseren Händen. Das Einzige, was wir tun können, ist, die Strukturwissenschaft Mathematik zu verwenden, um damit mit dem Kompressionsverfahren, der Informationsverdichtung, die uns in der Mathematik zur Verfügung steht, Strukturen zu beschreiben, die überhaupt nichts mit unserer Anschauung zu tun haben. Und dann können wir praktisch an die Grenzen der erkennbaren Wirklichkeit herangehen und können solche Wahnsinnsenergien wie die bei einer Atombombe freisetzen. Unglaublich. Aber mit unseren Formen der Anschauung hat es überhaupt nichts mehr zu tun. Aber unsere Sprache, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, die ist nicht mathematisch. Wir werfen uns keine Operatoren und keine Differentialgleichungen entgegen, wenn wir fragen, wie geht's dir? Das machen wir nicht. Unsere Sprache ist was völlig anderes. Unsere Sprache ist ein Instrument, um in dieser Welt sich zu orientieren und klarzukommen. In der Welt, in der wir leben. Das ist aber nicht die Welt des Allerkleinsten oder die Welt der hohen Energien. Das ist die Welt, die wir kennen. Das ist die Welt des Kilogramm, Meter, Sekunde. Das ist die Welt der Gramms und kleinen Geschwindigkeiten. Aber schon bei der digitalen Technik dieser Kamera, die mich jetzt gerade aufnimmt, verlässt uns doch schon jede Form der Anschauung. Und noch viel schlimmer dann natürlich, wenn wir ins tausendmal kleinere gehen, vom Atom zum Atomkern. Das heißt, empirische Wissenschaft an dieser Stelle, die sich mit dem Allerkleinsten beschäftigt und den Wirkungen für uns in unserer Welt, hat ein riesiges Problem, ein Sprachproblem. Wie soll ich Wellenfunktionen, wie soll ich Operatoren, mathematische Operatoren, wie soll ich all das, was sich dort in der Mathematik und in der Beschreibung physikalischer Experimente so bewährt hat, wie soll ich das in Sprache bringen? Quantenmechanik in Sprache zu übersetzen, das scheint unmöglich zu sein. Zwei wirkliche Titanen der Physik, Werner Heisenberg und Niels Bohr, haben sich bei ihren ersten Zusammentreffen genau darüber unterhalten, wie kann man die Mathematik des Allerkleinsten so fassen, dass man sie sprachlich, dass man sie versteht, dass man sie wirklich begreift. Und Bohr hat dann zu Heisenberg gesagt, womöglich ist es besser, man versucht es mit Poesie bei der Quantenmechanik.